Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu einem neuen Ultimate Team Part bei mir. Im letzten Part habe ich mit meiner portugiesischen Mannschaft gespielt. Gewonnen habe ich, natürlich Sieg oder Flieg, das heißt, meine portugiesische Mannschaft bleibt. Und mit meinen Belgiern habe ich auch schon das ein oder andere Spiel gewonnen und nicht verloren. Deswegen spiele ich immer noch mit meinen Belgiern. Und bevor ich mit denen spiele, will ich einmal ganz kurz gucken hier vorne, was so die Stürmerbilanz ist. Ich habe ja auch mal so ein Nebenbeispiel mit denen gemacht und auch so euch am Ende von einigen Parts jetzt gezeigt. Ich glaube, in den letzten drei, vier Parts war das zwei, dreimal vorgekommen, dass ich euch am Ende noch ein paar Tore gezeigt habe mit der Mannschaft, die hier, mit denen habe ich hier gespielt und habe ein paar Tore gemacht. Benteke, ist aber nicht so gut gelaufen bis jetzt zu ihm. 10 Spiele, 2 Tore. Das heißt, die haben jetzt alle hier schon die maximale Teamchemie hier. Nee, doch nicht. Nicht alle. Naja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Achso, weil die dann immer auf der Bank quasi gesessen haben beim anderen Spiel. Okay, egal. Und Lukaku hat geschossen, 6 Tore in 11 Spielen. Alles online. Und für Kevin De Bruyne auch eigentlich eine gute Bilanz, finde ich. Fellaini war auch immer top, ne? Der hat 9 Tore in 27 Spielen bei mir gemacht. Aber der ist ja auch in meiner englischen Mannschaft, in meiner Premier League Mannschaft drin. Was machen die Außen hier so? 2 Tore von Mirallas und von Mertens haben wir 1 Tor in 5 Spielen. Egal. Heute geht's wieder ran. Sieg oder Flieg. Und diesmal mit Belgien. Ich habe mir auch mal ich habe mir mal wieder ein Trikot angezogen. Ein gutes altes Deutschland-Trikot. Miroslav Klose. Kann man noch nicht sehen. Und mein Gegner, Bayern München, was haben wir hier? Oh, komm, ich nehme mal das Trikot. Bin ja mal gespannt, was ich auf was für einen Gegner ich jetzt treffe. Trick 17. Oh, Götze, Lewandowski, Podolski, Blaschikowski, Alter, hier Bayern, Dortmund, Arsenal. Ey, die Mannschaft gefällt mir richtig gut. Und was habe ich im letzten Part noch gesagt? Ich habe noch nicht gegen einen gespielt, der Manuel Neuer drin hat. Und jetzt habe ich einmal Manuel Neuer. So eine schöne Mannschaft gefällt mir. Trick 17. Jetzt bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt. Schweinsteiger, ey. Die Mannschaft ist richtig teuer im Gegensatz zu meiner. Allein Reus, der kostet, glaube ich, 90.000 oder sowas. Lewandowski, 40.000. Götze, x-tig-tausend. Und so weiter und so fort. Manuel Neuer. Ich bin echt gespannt, was das jetzt für ein Spiel wird, wie der Typi drauf ist. Gut, gute Spieler heißt nicht, dass er auch extrem gut ist, ne? Das kann immer alles heißen. Aber ich bin ja auch nicht der Schlechteste, ne? Gegen mich muss man auch erstmal gewinnen. Muss man auch erstmal ein Tor schießen. So zum Beispiel hier mit Götze hier einfach. Ja, ich glaube Götze, ne? Eieieiei, das war ja knapp Reus da vorne. Es gibt Eckball mit. Eieiei. Das könnte vielleicht das letzte Spiel von Belgien sein. Man weiß es aber nicht. Kann alles sein. Oh, komm. Ja, ja, nimm den Ball mit. Ei, das ist doch wieder knapp alles hier. Ja, er kriegt den Ball genau vor die Flinte danach. Klar, als ob er wusste, dass er Reus jetzt den Ball bekommt. Oh. Huh. Mann, war das nicht Hand? Das war voll an die Hand geschossen. Gäbe eigentlich einen Elfmeter, würde ich jetzt mal meinen. Aber das war keine Absicht. Da waren keine bösen Gedanken dahinter. Ja, Reus rennt durch, Spieler durch. Also ist auch ein Spezialtrick von Reus, ich renne den Spieler durch. So, dann lassen wir den mal hier hektisch hin und her rennen. Und dann kriegt er auch den Ball dafür, ist ja klar. Okay, das war ein bisschen zu voreilig. Ist das schwierig hier. Also ich würde jetzt mal sagen, der weiß, was er da macht. Der weiß schon ganz, ganz gut, was er da macht. Toll! Ich renne doch davor, weil ich weiß, dass er da hinschießt. Bringt aber nichts. Ja, genauso wie Fellaini. Man geht halt genau dahin, wo er hinschießen wird. Und dann prallt der Ball halt ab. Ja, jetzt ist er frei. Das war nicht gut gemacht.
Lukaku. Schießt! Ah, schade. Beste Chance für mich hier im Spiel. Aber das kann ja noch werden. Wenn ich wieder so effektiv bin wie im letzten Part, dann wäre es natürlich schön. Oh, Schweinsteiger zieht durch. Puh. Ich muss mich echt anstrengen hier. Also das wird kein leichtes Spiel gegen diesen Gegner. Ich finde, der hat ein bisschen mehr drauf als Zahnbelach. Nein! Nein! Ich sag's auch noch, ne? Das kann nicht wahr sein, ey. Das hat er echt gut gemacht, muss ich sagen. Das war schon gut gemacht. Der Ball, ich weiß auch nicht, da komme ich mit meinem Spieler nicht mehr ran. Torwart habe ich ein Stück rausgeschickt, das sieht er. Und dann macht er perfekt den Lupfer da drüber. Geht rein. Oh, William, das sieht dünn aus. Das sieht ganz dünn aus. Da wollte ich überhaupt mal rein gar nicht hinschießen. Ja, ist klar. Wie er den Ball halt jedes Mal zurückbekommt da vorne. Das finde ich immer wieder faszinierend, wie Leute das hinkriegen. Und das ist auch geil. Das ist richtig geil. Der catcht da einfach knallhart rein. Der kriegt immer den Spieler davor. Ja, das wird schwer. Scheiße, 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 scheiße. Jetzt kommt er. Er kommt an allen vorbei. Ja, jetzt kommt der Dicke. Nee. Was sind das für Bälle? Wie macht man sowas? Wie? Mal an, ne? Dann kommt er da dran und er nimmt ihn perfekt mit. Er nimmt ihn perfekt mit. Ich weiß nicht, bei mir sind die einfach nur scheiße, alle Spieler oder was. Naja, ja, nee. Ja, der war gut, der Pass. Der war richtig gut. Jetzt muss ich mal schießen. Oh. Leier-Alarm. Schade, ich hätte gehofft, dass ich da vielleicht noch eine Ecke rauskriege oder irgendwas Knappes. Aber der segelte dann doch irgendwie zu weit. Witzel auf der Zunge. Flanke abgefälscht. Manuel Neuer, schade. Nee. Also spielt sich schon sehr gut mit Belgien. Deswegen fände ich es so schade, wenn die jetzt weg wären. Ich habe tolle Spiele mit denen gehabt. Tolle Erfolge gefeiert. Aber wenn man dann so eine harte Nuss vor die Eier kriegt, dann wird es natürlich auch sehr schwer. So. Oh, jetzt kommt er mit Götze an. Götze, der geht aber auch ab. Ja, aber was macht er? Was macht er denn da? Das verstehe ich nicht. Das ist ihm vorhin schon mal passiert, sowas ähnliches. So. Nachrichten am Handy wimmeln und lenken den Modern Consumer ab. Aber das passiert. So, nee. Ja, so lässt man zwei Mann stehen. Geil, oder?
Ah, scheiße, schon wieder direkt ein Neuer seine Hände. Ach, komm. Na gut, 1 zu 0, es ist noch alles machbar. Ich muss ja nur im Prinzip erstmal den Ausgleich schaffen. Und ich finde, er hat jetzt nicht die Mega-Dominanz da mit Schüssen, die irgendwie gefährlich waren oder was. Falsch. Also ist noch Spannung da. Ja, schön, schießt man da hinten. Das ist auch... Oh, Neuer. Macht keinen Scheiß. Ja. Was macht er denn eigentlich gerade hier? Das, war das arrogant, was er da gemacht hat, oder war das einfach nur dumm? Manchmal ist das ganz nah aneinander, sowas. So, ich muss mal hier jetzt irgendwie aufpassen. Ah. So, Jetzt Lukaku. Nee, Fellaini. Fast das gleiche. Oh, Elfmeter! Elfmeter! Rausgeholt, du kleiner Pisser. Muss ja mal gesagt werden. Die Arroganz muss zernichtet werden. Guck's dir ruhig nochmal an, ja. Guck's dir nochmal an, wie du da reinkretscht im Strafraum. Jawohl! Aber wir werden jetzt sehen, ich und Elfmeter, das ist ein absoluter Hassfeind. Boah, hier Nachrichten am laufenden Band. So, er springt. Er hat ihn! Ich hab voll in die Ecke, volles Brot geschossen. Er hat ihn natürlich. Ist doch klar, ich hätte in die andere Richtung schießen können. Hätte er auch gehabt. Auch wenn er links springt, hat er den rechts. Das wäre doch alles gar kein Problem. Oh, der geht da rein. Das ist alles völlig hohl. Lukaku, Ecke. Es ist einfach nicht mehr normal, was hier abgeht. Komm, lass mich doch auch mal so ein scheiß Eckball-Lackertor machen hier. Es ist langsam hier nicht mehr verdient, was da abläuft. So, Lukaku. Ach, das war abseits. Scheiße. Und dann noch ein Manuel Neuer angeköpft. Ja. Es ist einfach nicht mehr normal, wie dieser Gegner reingeht und damit durchkommt. Jetzt habe ich Glück gehabt. Nee, das ist meiner. Der ist mir reserviert. Oh, dann geht er da auch nicht weiter. Es war alles frei. Guck mal, wie Fellaini sich so denkt. Nee, geh nicht hin zu dem Ball. Nee, zu einfach. Wir könnten ihn ja haben. Wir könnten ihn haben. Ey, was ist denn das für eine Scheiße? Was mache ich jetzt? Das ist die ganz große Frage. Um dieses Debakel. Dieser Elfmeter, ne? Ich hasse Elfmeter. Gehen zu 90% nicht rein, habe ich das Gefühl. Ja, es ist nicht mal ein Vorteil. Er kriegt den! Ball weggeschossen, reingekretscht, umgehauen. Nichts. Manchmal muss man einfach wissen, dass dieser Schiedsrichter bei FIFA nichts pfeift. Gar nichts. Dass es ihm völlig Latte ist, dass da Menschen umgetreten werden, obwohl die nicht mal einen Ball ansatzweise haben. Wenn man das weiß und verinnerlicht hat, dann kann man FIFA alles gewinnen. Dann kann man alles gewinnen. Abseits. Schön. Immer wenn ich mal durchkomme, dann ist es halt auch abseits. Ja, das macht er doch immer. So kurze Abschläge macht der Gegner hier nicht. So langsam habe ich ihn raus, aber
Das Ding ist ja, dass die Bälle halt ankommen bei ihm, die eigentlich normalerweise nicht ankommen. Warum hat denn mein Spieler jetzt nicht gehabt? Das war doch eindeutig mein Ball. Da kommt der andere noch da vorne, wo er steht. Verstehe ich nicht. So, ich kann die Taktik nicht ändern, weil eigentlich läuft es ja so. Es ist halt ständiges Glück dabei. Der nervt mich so richtig. Oh, er kommt halt auch nochmal da dran. Ja! Nein! Oh, ich weiß nicht, wenn ich es noch behalten. Ach, der hätte er mir abgenommen oben mit irgendwelchen Dusseligkeiten. Das ist dann wieder die Angst, die mich leitet. Oh oh. Guck mal, wie kann der denn so perfekte Pässe da hochkriegen? Ich verstehe das nicht. Das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Oh, jetzt aber, komm. Der Benteke ist so langsam, das ist einfach nicht zu glauben. Wenn den Gegner hat, dann überrennt der mich bis zum geht nicht mehr. Aber wenn ich den hab, dann geht irgendwie gar nichts immer. Jetzt komm. Der Angriff. Ja, da gibt's einen Freistoß. Wenn ich mal einmal reingehe, dann gibt's den Freistoß. Das ist ja klar. Wir machen ja nur so. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Es gibt auch noch eine Ecke hier für ihn. Also, was? Das ist geil. Das ist geil, Alter. Ich glaube einfach nicht mehr dran. Das ist ein cooler Ball. Den kann er nicht auffangen, der Torwart. Da müssen wir nochmal eine Ecke geben. Dann müsst ihr ihn endlich machen. Komm, gib ihm nochmal eine Ecke. Den hat er ja eindeutig selber gemacht. Ach, scheiße, jetzt habe ich einen Bogenabschlag gemacht. So. Ah, nein, das war jetzt doof gemacht von mir. Jetzt wieder die Flanke, die kommt perfekt, weil mein Verteidiger es nicht schafft, vor Lewandowski zu bleiben. Ja, das Ende von Belgien ist schon fast besiegelt. Sein Verteidiger schafft das halt, was meiner nicht schafft. Und jetzt ist es Arschigkeit hoch 10 wieder. Es ist nicht verdient. Es ist nicht verdient, was der hier abzieht. Komm, komm. Abseits, ne? Wie kann der denn da vorbeilaufen? Das gibt's doch gar nicht! Warum? Warum und warum kriegt der den Ball nicht? Es ist nicht zu glauben! Es ist nicht zu glauben, wie der da frei steht, Lukaku, unbedrängt und ihn so im Strafraum, er braucht nur den Ball annehmen und schießen, aber er macht es nicht. Piszczek hat eine rote Karte bekommen dafür, ne, vorhin. Hat man nicht gemerkt. Einfach. Unglaublich, wie lackerig dieser Gegner war. Ich habe auch jetzt wieder das Gefühl, dass wenn du einfach diese teureren Spieler hast, da brauchst du einfach nur den Pass dahin machen. Die machen das schon irgendwie. Das läuft irgendwie durch. Das ist doch wieder lächerlich hoch 10. Nicht verdient die Statistik, ich weiß nicht. Schüsse aufs Tor, eine Elfmeter gehalten. Es ist ganz Standard. Ich habe übrigens beim Elfmeter fast vollen Schuss gehabt. Habe Ewigkeit nach oben rechts gezielt. Und er schießt ihn ganz knapp rechts über den Torwart. Und er springt halt auch noch nach rechts oben. Es ist so typisch. Es ist so typisch FIFA. Da kann man sich nur drüber aufregen. FIFA ist eine Hure und wird auch immer eine ganz billige Hure bleiben. Es ist einfach so. So dreckig und schlimm das auch alles klingt, es ist der Wahrheit. So, 4-0-4. So sieht's aus. Jetzt kann ich noch froh sein, wenn ich hier überhaupt noch aufsteige in dieser Geschichte, ja. Was gibt's überhaupt hier in der laufenden Saison? Ah, Mann, ey, das war's mit Belgien. Belgien ist raus. Belgien hat verloren und fliegt somit. Trick 17, das war eine sehr glückliche Nummer von dir, muss man ganz klar sagen.
Also ein Sieg war da nicht verdient. Es war auf keinen Fall ein verdienter Sieg. Für die dreckige Spielweise auch, mit diese ganzen Fouls. Und dass das alles nicht zählt und nicht gepfiffen wird. 5.600 Punkte gibt es für den Aufstieg und 7.000 für die Meisterschaft. Zwei Spiele heißt noch 6 Punkte. Das heißt, ich kann gar nicht mehr Meister werden. Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall einmal gewinnen und einmal unentschieden spielen, um überhaupt aufzusteigen. Ja, schauen wir mal, ob ich das noch schaffe. Mal gucken. Als nächstes kommt jetzt auf jeden Fall mein USA-Team. Das muss ich ja dann bauen, oder ich spiele mit Portugal. Schauen wir mal, worauf ich beim nächsten Mal am meisten Lust habe. Einfach dranbleiben, dabei bleiben. Und ja, dann sehen wir uns wieder, hoffentlich mit Toren, ja? Und mit einem fairen Spiel und nicht so viel Luck für den Gegner, ja? Ich möchte auch mal so viel Luck haben. So viel Luck möchte ich auch einfach mal haben. Wäre auch mal schön. Ja, bis dann, macht's gut. Ciao, euer Basti oder auch Modern Consumer.